Technologiezentrum und ist im Prinzip die Ausbildungseinrichtung der Handwerkskammer Wiesbaden für hauptsächliche Schwerpunkte überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen und Meisterausbildung. Und wir machen noch Weiterbildungseinrichtungen und Weiterbildungsmaßnahmen eben genau in den Bereichen des Handwerks. Wir haben ungefähr immer so ja, pro Jahr circa 5000 Teilnehmer, die halt über die gesamten Bereiche im Prinzip verteilt sind. Eben über betriebliche Lehrlingsunterweisung, Meisterkurse und Weiterbildung. Wir haben ganz unterschiedliche Spektren. Wir haben zum Beispiel die Friseure bei uns, wir haben den Kfz-Bereich, den Metallbereich, SHK haben wir dabei, die Dachdecker sind bei uns, Schweißerlehrgänge machen wir, also den gesamten Metallbereich. Und ja, das sind eben die Ausbildungsberufe, die hier von uns betreut werden. Und da kommen die Auszubildenden über die Lehrzeit im Prinzip in jedem Jahr über eine bestimmte Zeit zu uns. Handwerk hat sehr viel Entwicklungspotenzial. Also man kann halt zum einen die Gesellenprüfung machen, kann dann in ganz verschiedene Bereiche gehen, kann sich spezialisieren. Da gibt es ganz viele Variationen, viele ja, Spezialisierungsmöglichkeiten einfach. Und man kann natürlich dann auch weitermachen und sich selber dann halt in seiner Karriere weiterentwickeln, Meisterausbildung machen und dann gegebenenfalls teilweise auch noch bis zum Studium hin weitermachen und immer halt weiter aufsatteln. Das ist halt das Attraktive im Handwerk.